Liebe Zuschauer, Gold kommt wieder in Fahrt, aber die echte Pace, die macht Palladium nach einer längeren Durststrecke. Wer hat jetzt noch mehr Potenzial? Das fragen wir in Zertifikate aktuell Michael Blumroth von der Deutschen Bank. Schönen guten Tag, Herr Blumroth. Guten Tag, Frau Erz. Ja, überraschend, Gold ist wieder da, über an 1300 Dollar. Unter welchen Voraussetzungen kann es sich denn da halten oder kann es sogar gegebenenfalls noch ein bisschen zulegen? Ja, könnte sicherlich durchaus etwas zulegen. Das können wir uns allein aus charttechnischen Gründen vielleicht mal anschauen. Seit Jahresbeginn sehen genau, wir hier, ging seit ein bisschen Jahresbeginn, was. Genau. Wir haben angefangen bei 1150 ungefähr. Wir sind zweimal angeschossen bei 1300 da oben. Mhm. Und jetzt, Anfang dieser Woche, am Dienstag, sind wir nach oben durchgesprungen bis auf 1926 hoch. Und man sieht, wir halten uns jetzt auch momentan über der 1900 Dollar pro Unze Marke. Kann sich natürlich jetzt auch jeden Tag ändern. Wir waren runter. Ganz knapp unter die 1300er Marke, jetzt heute Nacht gewesen, jetzt Nacht auf den Donnerstag. Voraussetzungen sind, dass das Umfeld weiter so bleibt, wie es momentan ist. Also insbesondere, wir sehen einen sehr schwachen Dollar. Ja. Der Dollarindex von Reuters, der hat ein 2,5 Jahrestief gemacht, ist auf den Stand von Januar 2015 zurückgefallen. Mhm. Das zweite ist, dass wir weiterhin auch sehr niedriges Marktzinsniveau sehen. Mhm. Wenn der Dollar aber wieder stärker wird und viele Analysten sagen, bei 1,20 Euro zum Dollar ist erstmal Ende der Fahnenstange, kann die Goldfeier aber auch schnell wieder zu Ende gehen. Ja, definitiv. Es ist natürlich jetzt so eine Sache, es gibt jetzt verschiedene Theorien, die durch den Markt kursieren. Die eine, da kann ich durchaus teilweise zustimmen, ist, dass der US-Dollar ein bisschen überverkauft scheint. Ja. Der hat jetzt gerade im Juni und August so stark einen auf die Mütze bekommen, da muss jetzt mal eine Gegenbewegung eigentlich kommen. Könnte ja auch sein, dass in den USA sich die politische Lage jetzt ein bisschen entspannt, dass jetzt auch die Steuerreform kommt. Ja. Montag ist Feiertag in den USA, danach tritt der Kongress wieder zusammen, dann muss Donald Trump liefern. Wenn er nicht liefert, dann Grüße nach Dollar. Was natürlich auch passieren kann, ist, wir haben jetzt sehr gute Wirtschaftsdaten auch aus den USA gesehen in den letzten Tagen, dass die Fed doch denkt, die Wirtschaft brummt eigentlich, die Inflationsdaten sind ja auch in der Nähe von 2%, vielleicht werden wir dieses Jahr doch noch einen 10-Schritt machen. Das könnte den Goldpreis natürlich ausbremsen. Wir brauchen also weiterhin so ein gesundes Umfeld für den Goldpreis, also wie gesagt, einen schwächeren Dollar eher und ein niedriges Zinsniveau. Wenn wir jetzt mal auf den Chart schauen, seit Jahresbeginn sind das so plus minus 13% ungefähr. Wenn wir jetzt auf Palladium schauen, seit Jahresbeginn, dann sind das irgendwie 38%. Sind da eher dann schon die 1000 Dollar in greifbarer Nähe? Oder muss man sagen, könnte auch eher zu Gewinnmitnahmen kommen? Wir haben gerade seit dem Sommer diesen Anstieg gesehen. Ja, das ist die gerechte Frage, durchaus berechtigt. Wir sind oben fast bei der 950, sind wir oben angestoßen. Wir kommen unten von 670 Dollar ungefähr am Jahresanfang. Also es ist ja schon ein Riesenweg, den Palladium zugelegt hat. Und wie Sie auch zu Recht gesagt haben, gerade im Sommer haben wir noch mal eine starke Preissteigerung gesehen, was damit zusammenhängt, dass auch andere Metalle, also insbesondere Kupfer und Zink, die haben im Sommer eine super Performance hingelegt. Auf einmal, seit Anfang Juli, werden Basismetalle, Palladium gekauft wie blöde. Das kann natürlich sein, dass wir auch hier jetzt mal allmählich Gewinnmitnahmen sehen. Ist die Frage, ob diese Preissteigerungen wirklich so nachhaltig gerechtfertigt sind. Momentan kann man sagen, der Trend ist your friend, aber man sollte da schon ein bisschen Vorsicht walten lassen. Manche Analysten sagen, es könnte eine Parität zwischen Platin und Palladium möglich sein. Ist das echt realistisch? Ja, wäre durchaus realistisch. Also man muss auch dazu sagen, vielleicht ein ganz kurzer Satz. Beide Metalle werden hauptsächlich neben der Schmuckindustrie auch für Katalysatoren gebraucht. Ja. Habe ich erst seit VW gelernt. Platin für den Dieselkatalysator, Palladium für den Benziner. Also dann in Zukunft nicht mehr so? Dann in Zukunft, ja, weiß man jetzt nicht so. Also gerade Diesel ist natürlich momentan im Gespräch, eher negativ, mit eher negativen Beiton. Wenn die Dieselfahrzeugproduktion weiter zurückgehen wird zugunsten von Benzinern, könnte Palladium durchaus recht schnell Platinpreis einholen. Und in Zukunft, Sie haben es gerade schon erwähnt, kann natürlich auch sein, die E-Automobilität, dass sie irgendwann zunehmen wird. Sehe ich jetzt die nächsten 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre nicht so richtig kommen. Ich denke, das wird eher, wenn, dann langfristig einen Einfluss auf den Palladiumpreis haben, aber nicht kurzfristig. Also lang in die Zukunft gedacht. Wenn wir eher mal uns kurzfristiger orientieren und überlegen, dass die Rallye weitergehen könnte, Ausrufezeichen, sagen Sie, ein Wave Unlimited Call auf Palladium macht Sinn, Basispreis und Barriere noch ein gutes Stück weg von dem, was wir jetzt aktuell haben. Das muss aber eher der Put sein, sehe ich gerade. Ah, das muss der Put sein, genau. Das hier ist der Call. Da haben wir einfach nur die Ziffern vertauscht, das drehen wir nachher noch mal rum. Genau. Das müsste der Call sein bei 752
50 nicht berührt werden dürfen. Genau, das ist halt das Problem bei den Knockout-Produkten. Die Barriere darf nicht berührt werden oder in dem Fall auch nicht unterschritten werden. $752 sind $180 vom derzeitigen Kassepreis entfernt, also eine ganze Menge. Trotzdem Hebel von 5. Ist ein spekulatives Produkt. Einige müssen da schon sicher sein, dass wir weiter nach oben gehen. Also spekulativ und kurzfristig. Und jetzt schauen wir uns das an, was der echte Put ist, aber in dem Beispiel nur Call heißt. Da darf die Barriere am oberen Ende nicht berührt werden. Ist ein bisschen näher dran als beim anderen Produkt. Aber Hebel ist eh nicht spekulativ. Der Hebel ist auch wieder bei 5. Gut, $1,120 ungefähr, die sind jetzt auch noch ein Stück von den $930 heute Morgen entfernt. Aber kann natürlich auch schnell gehen, gerade wenn die $1,000 pro Unze doch mal geknackt werden. Wobei in der letzten Hosse von Palladium haben wir gesehen, danach ging es sehr schnell wieder nach unten. Ja. Also wäre was. Dann war die Erholungsphase auch länger. Genau. Das wäre also jetzt wirklich was, wenn Anleger sagen, okay, jetzt muss mal hier Gewinnmitnahmen kommen, Korrekturen und auch hier, wenn andere Metalle anfangen, ein bisschen zurückzusetzen, Kupfer, Zink, Aluminium, dann wäre wahrscheinlich der Zeitpunkt gekommen, dass man Palladium sich vielleicht auch mal von der Shortseite betrachten könnte. Okay, Michael Blumenroth, haben Sie vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, Palladium hat seit Jahresbeginn deutlich mehr zugelegt als zum Beispiel Gold. Auch wenn Gold auf Erholung ist, langfristig könnte es sein, dass der Palladiumbedarf sinkt, wenn die Automobilindustrie weniger davon benötigt. Aber das ist so sehr Zukunftsmusik, dass es jetzt eher kurzfristig gilt, sich zu positionieren. Gewinnmitnahmen einerseits sind möglich, aber die Rallye läuft jetzt schon eine Weile und könnte unter Umständen weitergehen. Mit Wave Unlimited Calls oder Puts kann man kurzfristig, spekulativ, da auch mitmachen. Wir fassen das Ganze nochmal für Sie zusammen. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind bei der Aktionär TV.